Schauen wir mal hier. Deutsche Memes. You look Excel. Let's go. Was geht ab, Digga? Hau ab, Digga! Warum? Hallo, klassisches Room-Tour-Intro mit Klopfen. Den werde ich so abstechen. Willkommen, ihr Gastgeber. Meine ich, also im Sinne von freundschaftlich abstechen. Über heute, Simon Unge. Chefstrubel! Oh, okay, Bro, CA, good luck, good luck, good luck, good luck. Chefstrubel, ich wünsche dir ultra viel Glück, Mann. Boah, ich auch. Let's go, ey. Aibu Abdullah. Sei Bu Abdullah? Kann man das essen? Hä? Das sieht überhaupt nicht aus wie Elon Musk. Hä? Guck mal! Da hinten ist einfach ein Tank, da steht Gestank drauf. Der Typ hat hier vorne einfach ein Ding, wo Gestank drin ist. Ein riesiges Ding, wo einfach nur Gestank drin ist. Das ist einfach nur Scheiße. In diesem Tank ist einfach nur Gestank drin. B-Stank. Ja, was ist denn B-Stank? Was ist denn B-Stank? Was ist das? Was ist denn B-Stank? Nicht deutsch, verstehe ich nicht. Weil es nicht deutsch ist. Okay, Elin. So eine Schale von der Decke hängen oder ob ich hier irgendwas hinmache, dass wenn du reinkommst in die Tür, einfach Hosentaschen einmal entleeren und alles hinpacken. Und dann wird es automatisch einsortiert auf dem Förderband. So. Und dann wird es intelligent gesplittet und dann hast du es immer da, wo du es haben möchtest. Okay. 90 Zivilisten, minimale Sicherheit, leichter Zugang, keine Deckung. Fröhliche Menschen, die den Tag genießen. Ich erkenne dich nicht wieder. Anakin. Einfach, wenn Kevin tatsächlich sagt, ich möchte heute nicht 200 Bong-Hits nehmen. Du brichst mir das Herz. Du begibst dich auf einen Pfad, auf dem ich dir nicht folgen kann. Kennt ihr das? Ihr guckt Pornos und ihr wundert euch, warum am Ende der Story niemals erzählt wurde, was für eine Note der Schüler jetzt in der Klassenarbeit bekommen hat, bei dem die Stiefmutter geholfen hat oder warum der Stromkasten jetzt kaputt war, warum der Strom lag und warum er eigentlich eine Maske trug. Also jemand hat mir diesen Gestanktank geschickt. Ach, Digga, das ist ach, Junge. Das ist genauso wie Dirty. Best Tank. Best Ank. Ist auch falsch. Da fehlt ein T. Best Ank heißt das jetzt. Nicht Best Tank. Best Ank. Ist auch falsch. Ist auch falsch. Ist falsch. Auch falsch. Ob sie jetzt eine Strafe dafür bekommen hat, dass sie die Feuerwehrjacke klauen wollte und Alarm gerufen hat. Ich finde es echt schade, Mann, dass der Kontext und die Geschichte nie fertig erzählt wird. Kraft! Kraft! Power! Power! Strength! For the talk, it was definitely different. I can tell you different. I can tell I love it. Thank you for your time. Hey, you ain't giving me out, Bob. You going hang like that, man? Look, I swear to God. Oh no. Oh nein. Ich bin raus! Ich muss mich hinsetzen. Ist er raus? Er ist raus. Okay. Safe, Leute, da kommt noch ein Video zu. Oh, noch ein. Oh, you lock it, Alter. Lockt mal hier oder was? You lock it, Küsse, Küsse. Dankeschön, dass du so einen Stream aus der Hölle unterstützt. Schlecht. Das Beste an einer Kiwi ist, du brauchst keine Schüssel. Mhm. Die Kiwi ist die Schüssel. Okay. Als ich 6 Jahre alt war, wurde ich adoptiert. Und ich habe noch nie meine leiblichen Eltern kennengelernt. Gut. Okay. Glückwunsch, denke ich mal. Ja, hallo. Hallo. Pass bloß auf, du Sau. Pass bloß auf. Ja.
rastlos auf, ich sag's dir. Wenn du kein Deutsch verstehst, dann überleg dir gut, was du sagst. Du kriegst alle die... Hey, ich hab die alle schon mal gesehen, die Memes. Du Wichser. Ey. 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 Das ist wirklich so schlimm. Das ist so schlimm. Das ist so schlimm. Ey. Zur Hölle war das, Alter. Willst du mich verarschen? Wie ist das jetzt passiert? Ich habe keine Ahnung, wie das jetzt passiert sein soll. Chilliges Gameplay, echt chilliges Video, Alter, wirklich. Ist ein sehr chilliges Video, no joke, ist sehr, sehr geil. Damit wir hier die Auflösung nochmal ganz kurz drin haben, das wäre ganz, also, damit wir vielleicht kurz wissen. Ist ein chilliges Meme, Bro, ich erkenne eine Menge. Ist ein gutes Meme, Bro. Ist ein gutes Meme. Ist ein sehr gutes Meme. Hier, da haben wir nochmal die richtige Auflösung für euch, Leute. Bitteschön. Sehr, sehr chilliges Meme, Digga, wirklich. Ist sehr geil, Alter. Ist sehr, sehr nice. Ist sehr gut. Normalerweise dürfte das nicht passieren. Alles klar, Bro. Ich lache, weil es ist, also, ja, es ist wirklich ein gutes Meme. Es ist sehr, sehr gut gemacht. Oh, man. Streamt Drachenlord in der Qualität, Alter. Man. Das geht mir voll auf die Nerven, ey. Guck mal, man erkennt legit gar nichts, Alter. Man erkennt nichts. Die Leute hat keine Geld für die Essen bezahlen. Mhm. Ich habe in meinem Programm geschrieben, in Deutschland, wenn ich gewählt, ich mache Döner 2 Euro. Hass meine Stimme, Bro. Wie Deutsche Nein sagen. Thomas, auf gar keinen Fall. Du hast doch nicht mehr alle Tassen im Schrank. Wie Ausländer Nein sagen. Deutsche Trimax. Scheiße, Mann. Zittermax. Wow, primitiv. Mit einem gewissen altmodischen Charme. Einfach ich, wenn ich zurück zu meinen Eltern aufs Dorf fahre. Ah, anständige Umgangsform. Und wieder ein Pilz, Alter! Gleich dreh ich durch! Das kann's doch nicht sein! Hey! Und schon wieder Pilze! Digga, weiß ich nicht. Kein Bock mehr! Pietro Lombardi geht's nicht gut. Okay. Mal, Alter, was ihr da macht. Ich schwör, ich hab schon einiges gesehen, aber das, Alter. Achtung, meine Damen und Herren! Die Hauptspeise. Wow! Der Kuchen, der ist schon geschmolzen. Ja, natürlich ist der geschmolzen. Pass auf, das müssen wir bei mir drauf. So, komm, schnell, schnell. Ah. So. Guten Appetit, wenn ich dir. Ne? Christoph Krachten hat Haftbefehl bekocht. Sensationell. Mhm. Was Rundes, würde man. So, hier. Haftbefehl schmeckt's gut. Schmeckt lecker. 4,30 Meter lang, insgesamt 5 Tonnen schwer. Und ein Riesending. Same. 15 Zentimeter. Meine Muskeln hier schon. Oh shit, jetzt habe ich noch mehr gebrochen. Ich wollte euch zeigen, wie krass meine Muskeln sind. Mhm. Jetzt habe ich den Anzug noch mehr zerrissen hier. Mhm. Ja. Ja, also hier machen Sie Kick Away. Dann das habe ich aber schon mal gesehen, das haben Sie geklaut. Den Bro kenne ich. Das haben Sie gesehen? Herr Heinisch, bitte. Woher kennen Sie Johnny Sins? Jetzt sind Sie mal ehrlich. Ja. Woher kennen Sie? Ey Leute, hier vorne ist die Schneewelt vorbei. Wir haben es geschafft. Ich und mein Bro, wenn wir Fünfleiser sehen. Schafft. Oh, was ist das denn? Der sieht ja scheiße aus. Guck mal. Das ist ein Kind. Ey, wollen wir seine. Wir lenken seine Eltern. Warte ganz kurz. Willst du den mitnehmen? Willst du den mitnehmen? Kann man ihn mitnehmen? Wie kann denn alles in dieser schlechten Qualität sein? Führen? Geht das ja, echt? Lass ihn mitnehmen. hast du ihn in dein LKW gelockt? Leute, schnelle Frage. Was macht ihr eigentlich mit diesem weißen Ding, wenn ihr das Mozzarella ausgetrunken habt?
Loch reinbohren und richtig geil wegballern, das Ding. No joke, Mozzarella lässt sich extrem gut ficken. Also ich werfe das normalerweise einfach weg, aber... Nein, ist unnötig. Das kann man wirklich gut als... also es ist extrem stark. Es ist wirklich saunice. Aber ich wollte euch mal fragen. Wenn man laktoseintolerant ist und eine Mozzarella fickt, stirbt man dann? Könnte passieren, oder? Chat? Wenn ich eine Laktoseallergie habe und ich eine Mozzarella bumse, bin ich dann tot? Bestimmt, oder? Ja, zumindest kriegst du so, kriegt dein Pimmel Schnupfen oder irgendwie sowas. Irgendwas passiert dann safe. Deshalb bitte ich dich jetzt. Als mein Freund. Mhm. Dieses eine Mal noch musst du mir helfen. Kevin einfach, wenn er das Wasser aus der Bong nicht trinken möchte. Ach, keine Ahnung.